Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer Runde Minecraft Pizzabies Direwolf 20. Jo, da sind wir wieder und wir bauen weiter. Und zwar baue ich an mein Bienchen weiter. Wir brauchen für unsere Apiaries, brauchen wir Wood ein bisschen. Wenn wir brauchen, ich meine, Moment, ich gucke erstmal. Apiary, da sind sie. Genau dafür brauchen wir nämlich dieses Impregnated Casing und da brauchen wir einfach nur Wood. In einer Reihe, in, ja, so. So, und dann unten muss das Ding rein und so weiter und so fort. Und wir machen natürlich weiter. Wir brauchen noch Seeds. Wir haben Seeds extra hier reingeschmissen. So ein paar. Nehmen wir mal ein paar raus. Nehmen wir mal erstmal drei Stacks raus. Denn wir brauchen mehr Seed Oil dafür. Squeezer. Und dann squeeze mal ein bisschen. Genau, da haben wir schon zwei fertig. Ich glaube, drei Stück kriegt er raus. Wenn ich mich recht erinnere. Ich bin noch nebenbei meine Rüstung am Verzaubern. Auf Level 30. Mit dem Auto-Enchanter. Um die Mob-Essenz mal ein bisschen zu benutzen, wenigstens. Helm habe ich schon, da habe ich jetzt Respiration 3 und Unbreaking 3. Was schon mal eigentlich gar nicht mal so schlecht ist. Obwohl ich Respiration, keine Ahnung, was das ist, ehrlich gesagt. Scheiße, ist irgendwas Neues, denke ich mal. So, du hast... Oh, 4 macht er sogar. Oh, 4 Stück ist auch schön. Da machen wir uns 4 Dinger. Ich wollte gucken, dass wir hier, wenn der fertig ist, direkt der nächste. Genau, der hat jetzt Protection 3 und Thorns 2. Ist auch nicht schlecht. Hauen wir die Hose jetzt da rein. So. Dann wollen wir weiterbauen. Und zwar brauchen wir noch Slabs. Haben wir sogar noch welche, das ist gut. Dann brauchen wir noch normales Wood. Haben wir noch ein bisschen. Ich glaube, so ging's. Und dann haben wir 4 Apiaries. So, dann haben wir das schon mal. Dann brauchen wir noch Dirt. Weil ich wollte ja draußen eine, so eine Plattform bauen. Den Boulder Sand habe ich bei. Sehr schön. So, und zwar wollte ich die eigentlich hier so dran bauen. Hier. So ein bisschen. Und dann hier halt so wie so einen Ausgang machen. So, machen wir mal so. Ein bisschen breiter noch. So. Und auch noch ein bisschen breiter. So, müsste das eigentlich gleich sein ungefähr. So. Das soll erstmal reichen. So, dann holen wir uns ein paar Blümchen. Haben wir da drüben stehen. Genug sogar. Da. Ich weiß es nur nicht, haben wir genug Platz? Na, noch geht's. Jetzt haben wir keinen Platz mehr. Die haben wir nämlich nicht. Die haben wir, die haben wir. Die haben wir, glaube ich, nicht. Azur. Die haben wir auch nicht. Orangene Tulpe, die haben wir noch. Soll aber erstmal reichen. Für da drüben Gras wollte ich noch darüber packen. Dann müsste eigentlich mit dem gehen, hoffe ich. Aber ich habe doch. Ich habe doch Silk Touch. Wo habe ich den Silk Touch drauf? Da, ne? Ne, da. Ich habe doch Silk Touch. So. Schmeiß mir den Honig weg, den brauche ich gerade nicht. So, schmeiß mir über der Erde rein. So, da machen wir nämlich ein bisschen Gras. Komm, nerv mich jetzt bitte nicht. Ja, schön. Hast du fein gemacht. Egal. Ein bisschen Gras hier zwischen, damit das wächst. So. So, da auch noch einen hin. Siehst du, da wächst das doch. An der Seite. Und wir auch noch einen hin. So, jetzt wächst es. So, und wie gesagt, wir bauen jetzt hier unsere Apiaries hin. Ich würde sagen, immer so einen Abstand. Das reicht erstmal. So, ein paar Pflänzchen noch dahin. Dass wir uns ein bisschen jetzt um die Bienen auch mal kümmern. Die gelben noch. So, da.
So, bitteschön. Wir kommen sowieso immer mehr Pflänzchen. So. So, jetzt schnappe ich mir mal kurz eine Dolly, damit ich die Kisten rüberziehen holen kann. Die zwei Dollys nehmen wir mal mit. Dann holen wir uns noch unsere Kistchen rüber. Mit unseren Bienen drin. Das war die untere, ne? Ja. Einmal du, einmal du. So. Natürlich mache ich mir noch eine Apiary Chest. Oder Apiary Chest heißt sie, glaube ich. Dann stellen wir die wieder hier hin. So. Wir reißen mal hier kurz. Ich würde sagen, hier mal ein, damit wir eine Tür reinbauen können. Gleich. So. Das kann eigentlich auch zu, weil wir ja hinten jetzt hier den Aufzug haben. Sehr gut. So, was haben wir jetzt noch? Ach ja, ich wollte noch die Bienen drüben holen. Hier die aus den Dingern und die zwei, die Pflänzchen noch hier. So, so, so. Wo ich keinen Platz mehr habe. Schön. Schön. Aber machen wir schon, dann machen wir schon. Machen wir Dirt mal wieder weg, den brauche ich jetzt gerade nicht. Den Honey kann ich wegmachen. Die können weg. Die. Die. Ach, warum ist er denn in den Chest nicht auch so? Boah. Ja. Ins ME-System wäre viel schöner. So. Bitteschön. Du kannst auch da rein. Du auch, du auch, du auch. Du. Du kannst mal kurz dahin und die Bells auch. Also, danke. Denn ich habe nämlich gelesen, mit den normalen Beehouses geht das gar nicht mehr mit den Kreuzungen. Oder ganz, ganz schlecht. Also eins von beiden. So. Und da ich ja genug Rockies habe und so, kann ich natürlich hingehen und sagen, da brauche ich aber Cobblestone für, ne? Cobblestone habe ich natürlich jetzt wieder nicht. Oder kann man noch einen normalen Stone für nehmen? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Ich würde nämlich sagen, ich mache hier zwischen immer einen Stone. Du nicht. So, danke. Damit ich hier auch die Yorkies bediene. Sag ich jetzt mal. So, und dann würde ich nämlich eher sagen, ich mache jetzt einmal einen Rocky und Forest zusammen. Dann haben wir noch Meadows und Rocky kann ich zusammenpacken. Dann haben wir noch Forest und Meadows und dann nochmal Meadows und Rocky. Fertig. So, und hier haben wir natürlich die ganzen Sachen noch drin. Ach, da haben wir noch ein Pflänzchen. Da haben wir noch ein Pflänzchen. Packen wir ein Pflänzchen hin. Sauber. So, und im Prinzip müsste eigentlich alles okay sein. Okay. Okay, sehr gut. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Diese Apiary Chest. Da ist sie. Ach, da brauchen wir noch Comps für. Ah, haben wir doch. Haben wir doch genug. Gucken wir doch mal. Gucken wir doch mal. Apiary Chesten. Das da. Haben wir noch genug da eigentlich, ne? Ja. Machen wir mal eine. Gucken wir mal. Aber ich meine, das ist die, wo man die ganzen Bienen reinpacken kann. Werden wir gleich sehen. Ja, kann man. Dann packen wir da doch Bienchen rein. Wäre Blödsinn, die jetzt hier alle, ne, einzeln hier rumzupacken. So, du auch noch. Wir haben so, haben wir eine Valiant schon? Eine Valiant haben wir ja schon. Stimmt. Wie schon voll? Sagen. Und die Schwache hier. So, Owner Cisco ist klar. Species 2 von 250 nur. Ich habe da mehr, mindestens 3 schon hier. Auch nicht schlecht. 61 Queens. Hä? Ah ja. Okay. Wenn du das sagst. Wenn du das sagst.
Ich glaube, da stimmt irgendwas nicht. Also nicht so wirklich auf jeden Fall. Ich guck mal hier rein, ob wir hier, was wir hier noch so haben. Rocky. Ah, guck mal. Da war auch noch 40. Boah. Ganz schön viele. Ich habe schon wieder irgendwo so eine blöde Katze hier. Gib mir doch gar nicht. Ein paar Bienchen mit da rein. So. Ganz viele Bienen, ganz viele Bienen. Und dann können wir auch langsam anfangen mit dem Genetics von Extra Bees. Wenn ich es denn noch hinkriege. Ich weiß nicht, ob das noch so ist wie früher. Ja. Man muss immer die Dinge so weitermachen. Das finde ich ein bisschen doof. Muss ich ja mal sagen. Unterwegs mal so ein Äpfelchen schnabulieren. So. Hunger haben ist doof. Boah, hier, was ist denn da mit dem Miau, Miau? Miau mal woanders. Es wäre noch zu regnen. Toll. Jetzt geht es aber in die nicht, weil da am Regnen ist. Boah, Regen. Ich will nicht im Regen raus. Oh, ja. Jammerlappen. Wie sieht das mit dem. Da ist die Katze, guck mal. Kommst du denn da raus, so? Stück. Wo bist du? Da hinten ist noch eine, guck mal. Wie kommt die denn da raus? Frage ich mich. Machen wir mal zu. So. Oh, Olga, ich krieg dich. Irgendwo hinten warst du gerade da. Kommst du da hin, du Stück? So, Wizard Cat. Hier kriegst du eine Fackel hin, so. So, wie sieht das aus? Ist das schon fertig? Nö. Warum ist der jetzt stehen geblieben? Frage? Ah, jetzt. Oh, Projektile Protection und Dingens hier drin. Auch nicht schlecht. Und Unbreaking auch. Naja. Sind wir auf jeden Fall bald voll verzaubert. Auch noch. Ja, wird dunkel, dann gehen wir uns mal hinlegen, damit der Regen aufhört hier. Und dann wollen wir uns mal um das Genetics kümmern. Ich glaube, man fängt mit dem Inkubator an, wenn ich mich recht erinnere. Den Inkubator und den Gene Pool. Der Inkubator ist für das Bakterien machen, glaube ich. Gene Pool war für die Raw DNA. Gucken wir mal, Genetics, da ist es doch. Ne, der Isolator ist das, womit man anfängt. Der Sequencer ist der, womit man die DNA-Sequenzen rauskriegt. Das ist der, womit man die Charges, glaube ich, draufkriegt auf die DNA-Sachen. Inoculator? Buh. Inkubator, das ist der, womit man die Bakterien und so kriegt. Inkubator ist der, womit man die ganzen Bakterien und so machen kann. Ich glaube, der Isolator ist der noch, glaube ich, womit man eigentlich als erstes anfängt, oder? Was ist denn Reinforced Casing? Also, das ist doch das mit dem Gene isolieren, glaube ich. Enhanced Third, sagt, das ist ja einfach. Das ist Bronze, ne? Ja. Das ist ja einfach. Ach, da braucht man schon Enzyme für. Enzyme kriegt man im Inkubator. Da braucht man DNA. Was ist das denn? Das ist total easy. Purple Dye und Rot und Blau. Mit Glowstone ist so easy zu machen. Das ist ja easy. So, wie sieht mein Schuh aus? Warum bleibst du jetzt stehen? Warum? Hä? Hey? Ach, du hast keine Monster-Essenz mehr, warum nicht? Warum hast du keine Monster-Essenz mehr? Mein Freund. Was ist das für Sitten hier? Weil mein Dingens.
Wie gesagt, ich muss den ja auch auf Insert machen. Aber da kommt gerade nichts. Ja, ist klar, da kann auch nichts kommen. Weil ich den ja auch, ne? Eine Route, mein Gott, lassen wir machen. So, dann fangen wir mal mit dem Incubator. Wir brauchen Purple Dye, habe ich gesagt. Wir brauchen Rot, also Rose, haben wir nicht, scheiße. Das heißt, wir brauchen irgendwo eine rote Rose. Rot, 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 rot. La 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 la. Eine rote Rose müssen wir haben. Rot. Da, ne. Schade. Das war es nicht. Was ist das? Ist das rot? Das ist ein Berrybusch. Ein Chunkfehler, auch nicht schlecht. Ja, du könntest, danke, ich wollte gerade sagen, du könntest jetzt auch mal laden. Leck. Ein Leck. Leck, leck, leck. Na, 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 na. Und da haben wir eine rote Rose. Die rote Rose. Ja, ich fange jetzt nicht an zu singen. Will keiner hören. Das will keiner hören. Was ist das denn da? Ist das Öl? Oder ist das einfach nur... Was ist das? Ist das Öl? Aua. Wieserwasser ist das. Aua. Au. Au. Juhu, flieh, mein Freund. Ja, wird einem schlecht bei sowas. Gibt's ja gar nicht. Cool. So, wir brauchen jetzt einmal rot, rot. Da. Und da brauchen wir noch Lapis, um Purple zu kriegen. Da ist es. Da brauchen wir noch Glowstone. Weil ich auch lustigerweise... Habt ihr gar nicht mitgekriegt. Außerhalb der Folge habe ich mal ein bisschen Glowstone gefarmt. Denn wir hatten nur noch zwei Glowstone oder sowas. Da habe ich mir gedacht, ach, gehst du mal ein bisschen farmen. Geht ja schnell. Ja, ja, ich mach das schon. Ich könnte den auch mal kurz umstellen. Was mal hier. Mach dich mal vom Acker. Mach mal Extract. Without. Machen wir mal kurz so, damit der da fertig wird. So, jetzt brauchen wir den Inkubator, habe ich gesagt. Inkubator. Da ist er. F. Da brauchen wir Enhanced Circuit. Da brauchen wir Bronze. Bronze. Brauchen wir. Bronze. Da. Nehmen wir mal ein bisschen. So. Und Redstone. Zwei Stück, ne? Wandert, wenn ich das richtig gesehen habe. Carpenter. Carpenter, Carpenter ist da hinten. So, du machst dich mal vom Acker. So war das, glaube ich, ne? Nein, war es nicht. War doch Carpenter, achso. Ja, Entschuldigung, falsch rum. Ist ja gut, schau ich mir nicht an. Braucht der Wasser. Natürlich braucht er Wasser. Carpenter braucht teilweise immer verschiedene Sachen. Mal Wasser, mal das. Mal das, mal jenes. Es kommt immer drauf an. Hauen wir mal zwei Eimer da rein, damit er auch zwei Dinger machen kann. Dankeschön, einmal. Da brauchen wir noch einen Reception Coil und Reinforced Casing. Aber das kriegen wir hin. Furnace ist auch kein Problem. Ja, mach ich doch fertig. Hallo? Danke. So, da kannst du aber wieder rausmachen. Schön. So, dann brauchen wir noch ein Reinforced Casing. Das heißt, wir brauchen erstmal noch ein bisschen Bronze, damit wir ein Casing machen können. Inkubator immer noch. So. Brauchen wir das Teil? Haben wir. Das ist die Boards. Wir brauchen das. Haben wir auch.
Glass Panes, weiß ich gar nicht, haben, Glass Panes haben wir sogar noch. Ja, der Dai ist klar. Und jetzt ist gerade der Timer abgelaufen, aber den möchte ich aber trotzdem jetzt eben fertig machen. Dann machen wir das noch und dann haben wir einen Inkubator. Guck mal an. Und wo bauen wir unsere Ecke hin? Ich weiß es nicht. Ich würde sagen, wir bauen die. Ich glaube, wir reißen den. Ne, wir reißen den nicht ab. Noch nicht. Ich würde ja fast sagen, wir bauen die hier so hin. Oder da. Puh. Weil wir brauchen auf jeden Fall mehr Platz für die. Das sage ich jetzt schon. Obwohl, ich glaube, ich baue den erstmal hier so hin. Weil das ja auch mit die erste Maschine ist. Und wir haben ja hier unten auch irgendwo haben wir Strom gehabt, da. Dann holen wir uns nämlich von hier Strom. Und hier bauen wir so die Maschinchen hin. So, come on. Come on! Unser Inkubator ist fertig. Ich muss unbedingt mal hier mal wieder ein bisschen mal das Häuschen weiterbauen. So, Inkubator. Inkubator war, wenn ich mich recht erinnere, machte der aus irgendwas irgendwas. Ich muss mir unbedingt nochmal die ganzen Rezepte aufschreiben und gucken, wie die nochmal gingen. Man konnte, ich weiß noch, dass man Weed und sowas alles aus Weed und so ein Scheiß konnte man hier irgendwas machen. Dann muss ich aber nochmal nachgucken, wie das nochmal alles ging. Genau, Liquids und Items, ja, ja, das weiß ich. Hold down the tip. Ja, das ist mir schon klar. Accepts any item. Ja, aber ich weiß die Rezepte nicht mehr. Aber da kriegen wir raus. Auf jeden Fall haben wir schon mal die erste Maschine von unseren Genetics mit den Bienen. Wir gucken mal kurz, was die Bienen machen. Ich weiß nicht, sind die schon fertig? Weil das geht relativ schnell. Jo, die sind sogar schon fertig. Da kommt noch eine Rocky Princess rein. Da bleibt Rocky und Meadows. Da ist immer noch Forest und Meadows. Keine Kreuzung. Okay. Dann nehmen wir uns noch eine Meadows raus. Die schmeißen wir dann hier mit rein. So. Wir haben eine. Hä? Haben wir eine Prinzessin zu mehr gekriegt? Oh, tatsächlich. So wie das aussieht. Kriegt man ja auch manchmal. Manchmal kriegt man tatsächlich Prinzessinnen extra. Aber eine ganz geringe Chance hat das nur. Aber egal, wir werden uns mit den Bienchen jetzt auch ein bisschen weiter beschäftigen. Mit den Genetics werden wir anfangen. Ja, und wir werden natürlich weiterhin alles Mögliche ausbauen, was auch immer, wegbauen, hinbauen und so weiter und so fort. Ja. Unser Autocraft haben wir letzte Folge ein bisschen weiter gebaut, hier unten. Hier grunzt auch irgendwas. Keine Ahnung. Hier ist so unsere Autocraft-Ecke. Wir müssen auf jeden Fall noch Redstone-Furnaces haben. Hier ist ja unsere Produktionslinie, kann man so sagen. Oh, scheiße. Ups. Ich glaube, ich muss Acceleration-Cards bauen. Das machen wir nächste Folge. Ist die Ender-Chest voll? Aus dem Deep Dark. Wow. Aber da kriegen wir hin. Da machen wir nächste Folge. Und wie immer sage ich, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, lasst einen Kommentar da. Ansonsten wieder einen schönen Tag, einen schönen Abend, wie auch immer. Wir sehen uns beim nächsten Mal bei einer Runde Minecraft Feed the Beast, Die of 20. Tschüssingen.